Speed for Speed. Oh Gott. Ich habe gar keinen Unfall verursacht. Läuft ja gut heute. Hallo und willkommen zurück zu einer doch nochmal neuen Folge Police Simulator. Und da ich jetzt besser geworden bin, habe ich mich optisch auch ein bisschen angepasst. Was haltet ihr davon? Ich finde es ganz lustig. Ich habe mir auch ganz seriös die Haare zusammen gemacht. Na, die sind hinter mir, die sieht man nicht so. Und wir schauen mal, wie verrückt die Leute heute sind. Ich hoffe, diesmal läuft es ein bisschen besser. Neue Schichten verfügbar. So, was haben wir denn? Das kann man alles wahrscheinlich. Mal auf Fußstreife, mal Autostreife. Da kann es ein bisschen größer. Nimm mal das hier. Und wir machen diesmal eine Schicht wieder. Boah, so lang kann man machen. Wir machen mal so. Mal gucken, ob das für genau eine Folge reicht. Mit ein bisschen Überziehen und Überstunden. Ich habe meinen PC jetzt übrigens an der Seite geöffnet. Ich bin gespannt. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Natürlich. So, welches Auto hatten wir denn beim letzten Mal noch nicht? Ich glaube, der hier. Das sieht ganz putzig aus. Sicherheit bei Nacht? Wieso bei Nacht? Das Warden Police Vehicle ist der Streifenwagen für Nachtschichten in Brighton. Okay. Die automatische Bodenbeleuchtung garantiert auch nachts einen sicheren Ein- und Ausstieg. Zusätzlich ist das Fahrzeug mit einem Signalgeber ausgestattet, der verschiedene Texte anzeigen kann. Boah, das bräuchte ich für meinen Wagen. Also privat. Wechsel die Texte mit T, um nachts Unfallorte zu sichern oder den nachfolgenden Verkehr Verkehrsanweisung zu geben. Aha, okay. Oh. Ja, wir haben ja eh keine Nacht. Achtung. Lauf. Ach so, ich muss die Taste gar nicht festhalten. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja. Bitte sehr, Officer. Was stand da? Dieser Ausweis ist verdammt abgelaufen. 27. Ja, der ist abgelaufen. Junge Frau, das geht aber so nicht, ne? Und zwar einmal Umweltverschmutzung. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Na, kommen Sie schon, so viel? Ja, so viel. Und dann ist dein Personalausweis abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen $75 und $100 wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. Wirklich? Das ist viel Geld. Tja. Sie können jetzt gehen. Schönen jetzt Tag. Darfst du wieder gehen. So. Ich habe das immer noch nicht mit dieser Radarpistole gemacht, ne? Hinterher? Ich nehme doch den Wagen. Also bis ich mal hier drinne bin, ne? Ja, ich... Ich übernehme das. Muss ich hin? Ich muss drehen. Toll. Ich muss... Ah! Ja, los, jetzt fahr noch mal ein bisschen schneller hier. Ich habe Einsatz.
Ist das euer Ernst? Ich darf das. Der fährt sich irgendwie komisch, finde ich. La, 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 la. Ihr habt alle Glück, weil ich gerade einen Satz war. Hier rum? Nee, hier noch nicht. Die nächste. Was war denn ein leichter Unfall? Gott, Gott, Gott. Ja, kann jetzt nicht. Hat T Wechselsignalgeber? Ist nichts passiert. Oh. Oh, ach guck mal. Do not pass. Unfall. Ich kann Unfall angeben. So. Ich bin am Unfallort angekommen. Räume die Unfallstelle und schreibe einen Bericht. Diesmal. War hier ist alles fertig. Lass alles abschleppen. Und dann kriegen die ihren Kackbericht. So. Jetzt verursache ich hier wieder einen Stau, die anderen nicht. Also. Ich habe platzsparend eingeparkt. Schön, Sie zu sehen, Officer. Wo? Nee, nicht ansprechen. Ich wollte dich zurückgrüßen. Hallo. Och Mensch. Jetzt steht ihr hier. Ah ne, ihr steht an der Ampel. Okay, alles ist gut. So. Was ist hier passiert? Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Ja. Ich möchte bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. So, dein Ausweis ist noch nicht abgelaufen. Organspender. Ablaufdatum, das ist auch nicht abgelaufen. Geburtsdatum, wie heißt du? Ilham Kanan. Ilham Kanan. Kennzeichen 8OW956. Okay. Wo ist dein Kennzeichen? Ist es abgeflogen? Sag mal, wo ist denn dein Kennzeichen? Hat eine gesprungene Windschutzscheibe? Ja, das sehe ich. Das Auto hat... Na? Hat kein Kennzeichen. Naja, okay. Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Ja, aber ihr müsst doch wissen, wer... Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Also, wenn man was an sich machen lässt, so, dann muss man doch auch den Ausweis ändern lassen, oder? Anwart Zong. Ja, nicht ganz, ne? Das Geburtsdatum stimmt, aber das ist doch nicht. Das ist doch nicht sie. Sagst du da nichts zu? Okay, warte. Ich mach erstmal Fotos hier. Der Bericht ist ausreichend. Das glaube ich nicht. Hey,
Officer. Wer hat mich gegrüßt? Du? Hallo zurück. Eieiei. Der Bericht ist... Ach, guck mal. Bei ausreichend und ausführlich... Sind es zwei Berichte? Ist es ein Bericht? Ausführlich reicht mir nicht. Ich will perfekt. Ich will überhaupt mal, dass sie sich nicht beschweren darüber. Hallo, was? Woran hängst du mir fest? Irgendetwas noch vergessen? Was gibt denn hier? Okay, nur Dreck. Oh. Oh. So, Fortschritt. Der Fortschrittsbalken sieht doch schon nicht schlecht aus. Aber hier, ne, du, das geht so nicht. Und zwar, nee, wo ist denn das? Nee, hier kann das ja nicht bei sein. Wo, wieso kann ich mir das nicht merken? Warum gibt es hier einfach so viel Kram? Du hast ihn nicht, du hast ihn gefälscht. Wegen? Gestohlen, würde ich mal behaupten. Falls das Foto einer Person nicht mit dem eingetragenen Fahrzeugkarte übereinstimmt, handelt es sich um einen gestohlenen Ausweis, was eine Verhaftung rechtfertigt. Ich verhafte Sie wegen Besitzes eines gestohlenen Ausweises. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, nein! Ja, doch. Ich sollte mir mal anschauen... Nur, dass ich beim nächsten Mal, das ist die Elektroschockpistole. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich aus Versehen die genommen. Hallo, immer auf. So. Dann. Wen zuerst? Kommen wahrscheinlich von da hinten. Dann machen wir dich zuerst hier. So. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. So, und du hast Dreck am Stecken, also? So schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Okay, das war in Ordnung. Eine Handfeuerwaffe. Naja, ob sie jetzt einen Waffenschein hat, das weiß man ja nicht, weil der Ausweis ist ja gefälscht. Hey! Hey! Hast du Bier in der Hand? Entschuldigung, warte mal bitte. Du bist doch besoffen. Wir dürfen doch nicht in der Öffentlichkeit trinken. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Okay, Officer. Ich sag's doch. Davila. Davila sieht so aus. Ist noch nicht abgelaufen. Ich rieche Alkohol. Ja, ich sehe auch Alkohol. Hallo. Moment. Halte einen Fußgänger fest und hindere ihn dann davon zu laufen, muss ein Officer einen Anfangsverdacht haben. Ja. Trinken Sie in der Öffentlichkeit. Sie werden wegen Trinkens in der Öffentlichkeit festgehalten. Ich werde das sein lassen. Sofort. Fußgängern Verkehrsanweisungen geben, um zur Sicherheit im Notfall. Was? Moment nochmal. Um zur Sicherheit im Notfall Fußgängern Verkehrsanweisungen zu geben, benötigst du eine angemessene Begründung. Öffne das Interaktionsrad und wähle Verkehrsanweisung geben. Und anschließend je nach Situation zwischen Bewegen und Warten und Gelände verlassen. Bewegen, Warten, Gelände verlassen. Verkehrsanweisung geben. Du verlässt Dieser das Bereich Gelände. Ist nicht sicher. Bitte gehen Sie auf die andere Seite. Kommen Sie, Officer. Ich sehe hier nichts Gefährliches. Habe ich das jetzt bestraft schon? Ich werde Sie mit einem Bußgeld in Höhe von $300 wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit belegen müssen. Sie vermiesen mir den Tag. Ja, das glaube ich. Wirklich wütend, ja. Ja, jetzt kannst du gehen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Und hier? Wo ist er denn? Bist du das? Nee, oder? Hast du das?
Ja, geh mal weg. Da ist meine... Wie sah denn der andere aus? Der hat sich doch nicht hier hingesetzt. So, okay. Also dein Auto hier kann... Ein Auto muss abgeschleppt werden. Kann Schicken weg? Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle der Position. Der Bericht ist vollständig. Okay. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Hier. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Ja. Und... Ist das hier ändern? Das könnte auch sein. Vielleicht. Aber sie hatte ja... Okay, kann ich das jetzt auch hier hin? Ohne Waffenschein. Ich ja, muss eigentlich. Sie wegen Mitführung seiner Waffe ohne gültigen Waffenschein festnehmen. Sie hatte keinen... Sie sind ein lausiger Cop. Kann ich das... Ah, nee, okay. Das ist jetzt beides. Okay, dann... Nee, nicht ab... Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Okay. Und hier ist alles wieder Tierchen. Das ist doch... Ja, und der andere ist wohl einfach weg. Der hat seinen Bericht nicht gekriegt, aber gut. Jetzt macht ihr mir hier Chaos. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie noch zwischendurch wegkomme. Ihr schafft das schon, Jungs, ne? So, wie ging das denn mit dem... Also, Radarpistole habe ich so ja nicht, ne? Ja, wegen dem Waffenschein minus 5, aber ich fühle mich da immer noch im Recht. Ich habe immer noch keinen Raser. Wieso ist mein Kofferraum hinten auf? Was ist da vorne los? So, do not pass. Unfall. Nein, do not pass. Nicht durchgehen. So. Ich habe vergessen, was der gemacht hat. Scheiße. Räume die Unfallstelle? Oh. Warte mal, was? Ich hab. Was stand denn da? Ach, weißt du was? Alles gut. Einen schönen Tag noch. Fahr mal weg. Ich hab hier einen Unfall. Ah, warum grüßt ihr mich denn? Hallo, Bürger. So, und ich mache jetzt hier mal eben... Halt. Hey, fahren Sie an den Straßenrand. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich kann doch auch Polizeihandzeichen. Da, guck mal. Rückwärtshandzeichen, warten, bewegen. Wie mache ich denn das? Okay, du wartest. Ihr wartet alle. Ihr wartet jetzt auch. Das beschließe ich jetzt einfach mal. Hallo, halt. Hallo. Hallo. Also. Okay. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Okay. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Aber Adi, du hast keine Brille auf, aber das macht nichts. 1990, 24, okay. Jonghu Abadi. Ablaufdatum 23, okay. Jonghu. Okay.
Naja, ich meine, bitte kooperieren Sie friedlich, weißt, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Okay. Durfte ich tun. Ja, dann warte mal kurz. Dann einmal eben Fotoknips hier. Ist ausreichend, aber nicht ausführlich. Was habe ich noch nicht? Da. Da war noch was. Ich habe es genau gesehen. Ich nehme dir alle deine Schäden auf. Na, irgendwo wird auch hier noch was sein. Nö. Ist hier irgendwas abgefallen? Hast du noch alle... Seitenspiegel, Kennzeichen. Okay. Naja, gut, dann ist er noch fahrtüchtig. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Stand da nicht beim letzten Mal irgendwie, du hast alle Zeugen befragt? Gab es hier Zeugen? Oh, ich halte den Verkehr auf. Na gut. Hallo, Entschuldigung. Wir sind noch nicht fertig hier. Hä? Warum bist du denn jetzt durch? Ich wollte dir noch... Hä? Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Verstehe ich nicht. Oh, ich sollte mal hier den Verkehr wieder freigeben. Handzeichen. Machen Sie eine Kehrtwende. Oh, Entschuldigung, ist eine Einbahnstraße. Okay. Dann. Officer? Hi. Hallo, ich wollte dich zurückgrüßen. Hallo. Ja, und ich halte den Verkehr hier auch. Denn unterwegs. Natürlich bin ich unterwegs. Gottes Willen. Achtung, Achtung. Welches Fahrzeug? Ich habe kein Fahrzeug angehalten. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Boah, das ist aber weit weg. So, mach keinen Scheiß. Ich habe hier Special-Einsatz. Das sah nicht gut aus. Ich habe auch keine Dingens an. So, jetzt aber. Ja, haben wir keine Zeit zu. Man hat das halt keinem Blinker gesetzt. Hui, das ist Können. Ja, lauf. Achtung, Achtung, Achtung. Uah, nicht ruckeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War ich hier vorhin nicht schon mal? Junge Frau, weg. Mensch. Was ist denn hier los jetzt auf einmal? Da qualmt es. Es ruckelt. Es blinkt. Um Gottes Willen. Ich bin gleich da, ich bin am Weg. Ein schwerer Unfall, um Gottes Willen. Haltet durch. Officer Flausch ist. Allzu Rettung. Mensch, Leute, Rettungsgasse. Das ist hier doch nicht der Unfall, oder? Nein. Ich sehe keinen Unfall. Wo ist der Unfall? Das da?
Oh, okay. Boah, diese Sirene. Das ist der schwere Unfall? Was passiert? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ja, Officer. Diese Person hat unerlaubt die Straße überquert. Die da vorne? Okay. Okay. Du. Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Diese Person hat unerlaubt die Straße überquert, Officer. Sie müssen sie festnehmen. Okay. Kann ich das überhaupt tun? Ich kann keine erste Hilfe leisten, okay? Ich rufe. Ich habe hier eine Person mit Verletzungen. Rettungswagen erbeten. Gibt ihr mir keine Antwort? Okay. Aber wie? Ich kann sie doch gar nicht festnehmen. Na gut. Hey. Hey. Hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Klar, ich werde es versuchen. Okay, okay, okay. Aber ich hätte sie gern festgenommen, aber sie kommt ja jetzt. Ich konnte ja nur einen Krankenwagen rufen. Der Bericht ist ausreichend. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich gebe heute keine ausreichenden Berichte mehr. Ich muss noch die andere Alte, glaube ich, befragen. Und die Ausweise checken. Und dann hoffen, dass keiner mysteriöse Dinge tut. Oh, was mit dem Fahrrad hier? Das hat doch bestimmt auch... Nö. Okay. Hey. Hey. Hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Ja, der hört dich. Der ist nur... Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Klar. Erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Okay. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Der Bericht ist ausführlich. Ja. Luisa Botros ist noch nicht abgelaufen. Ist auch noch nicht abgelaufen. Hat dasselbe Geburtsdatum. Luisa Botros. Okay. Und Ihr Ausweis bitte. Gute Frau. Ich möchte bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. Marcia Tarek ist noch nicht abgelaufen. Geburtsdatum stimmt, ist auch noch nicht abgelaufen. Okay. Dich habe ich schon befragt. Ich darf das ja machen, ne? Okay. Wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,04. Das... Ich weiß nicht, darf man überhaupt nicht? Ich habe schon wieder vergessen. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,0. Okay, dann lassen wir mal eure Autos hier abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Ach Leute, was ist denn hier los? Handzeichen, warten, bewegen. Bewegt sich weiter, tut er das auch? Ah, kann ich nicht sehen. Wieso kannst du mich nicht sehen? Ich parke hier am Rand. Ja, komm. Oh ja, dann fahre ich jetzt einmal weg hier.
Ich habe das genau gesehen, was du gemacht hast. Ich habe das... Du bleibst hier. Ich bin zwar noch nicht fertig mit meinem... Du warst das, ne? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Jetzt Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Umweltsünder haben bei mir ja gar keine Chance. oh, 8.7.22. Wir haben schon November. Ach, guck mal, der ist ja auch noch abgelaufen. So ein Mist. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. Tja. Kann ich jetzt noch sagen, hier, geh weg? Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So. Tschö. Den schon. Oh, komm, den hab ich noch nicht. So, what? Dann. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Okay, wenn ich hier, weil ich hier abschleppe, wurde bereits an Ihren Standort geschickt. Dann kriegen die keinen Bericht mehr. Okay. Okay, jetzt ist es beendet. Okay, gut. Na dann, kann ich mal bitte meinen Kofferraum... Ladung auffüllen. Was genau machst du da? Ausrüstung auffüllen. Was? Wir haben noch keine Ausrüstung. Okay. Wie geht's, Officer? Mir geht's gut. Hey. Sind Officer verfügbar? Wir brauchen Unterstützung. Ja, sicher. Ich übernehme das. Aber, heute ist aber Unfalltag, wa? Oh, das ist ja ganz in der Nähe hier. Staut es sich deswegen hier vorne? Ich bin am Unfallort eingetroffen und werde mich darum kümmern. Bevor ich hier wieder im Weg stehe. So, Reifen parallel zur Bordsteinkante. Das ist ansonsten strafbar. Das ist wirklich so. So. Was genau passiert? Haben Sie gesehen? Ich bin ruhig auf meiner Spur gefahren. Natürlich, ja. Ich verstehe. Ich möchte bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. Kwangsu Deep Deep. Es ist noch nicht abgelaufen. 9.9.21. Das ist abgelaufen. Kwangsu Deep Deep. No. Oh, warte mal. Geburtsdatum ist richtig. Entschuldigung. So, aber. Oh, wir riechen Alkohol. Dann machst du jetzt bitte erstmal einen Alkoholtest. Okay, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Das. Ich bestrafe das jetzt. Es ist wenig, aber ich bestrafe das jetzt. Also erstmal. Erstmal ist dein Versicherungsschutz weg. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. So viel Geld habe ich nicht. Tja, dann fährt man nicht mit Alkohol. Du bist unter Alkohol. Ich muss Sie wegen Trunkenheit am Steuer minus festnehmen. Minus 5. Scheiße, war es doch zu wenig? Sie machen Witze, oder? Nö, jetzt ist das halt so. So. Drei Autos involviert hier. Was passiert? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich glaube, diese Person ist betrunken. Ja, deswegen habe ich ihn ja mitgenommen. Der hat minus 5 gekriegt. Also. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Klar. Bitte sehr. Oh nein! Nee, sorry. Ich kümmere mich gerade um ein anderes. Tut mir leid. Und du hast einen gestohlenen Ausweis dabei. Du bist nicht Caroline Vandenberg. Das ist auch geklaut. Beides einfach geklaut. So,
Wie ging das? Handschellen wegen gestohlener Personalausweis, gefälschter Personal, gefälschte Versicherungen auf Nachbefehl, das weiß ich gar nicht, gestohlenes Fahrzeug. Ich muss Sie wegen Besitzes eines gestohlenen Ausweises verhaften. Dies ist gesetzeswidrig. Ich habe ja so viele Leute zu verhaften hier. Wehe, du läufst weg. Ich frage jetzt erst einmal nochmal dich hier. Du bist doch jetzt nicht mit Kopfhörern gefahren, oder? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Dieses Fahrzeug hat die durchgezogene Linie überfahren. Das ist gefährlich, Officer. Okay. Hast du auch Dreck am Stecken? Bitte. Ja, natürlich, Officer. Riku Sing ist noch nicht abgelaufen. Geburtsdatum stimmt. Ist auch noch nicht abgelaufen. Du bist der Einzige, der hier nichts gemacht hat. So. Mit der Scheibe. Nimmst du die nicht mit? Wie kann der denn sagen, der Bericht ist ausreichend? Ja, wenn ich das eine Fahrzeug hier noch gar nicht habe. Eieiei, das ist für mich ist das ja auch schon ein schwerer Unfall, dass man vorhin, das war gar kein schwerer Unfall. So, jetzt bräuchte ich bitte einmal für dich einen Gefangenentransport. Oder kann ich dich noch gegen... Du kriegst erstmal deinen Bericht. Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Steck dir den mal in die Hosentasche. Dann, warte mal, beim Fahren... Die haben gesagt, er hat die Linie überfahren, aber das ist hier nicht bei. Gut. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. So, das bist du. Dann bekommst du auch noch deinen Unfallbericht. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Und ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Und der kommt mit. Du kannst doch hier noch weiterfahren, oder? Es ist doch alles... Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Vielleicht fährt er ja noch. Officer. Ach so, und das war's. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Wo sind denn die lieben Kollegen? Hallo. Hallo. Da, okay. Ich werde gleich bei deinem Standort. Was habt ihr? Achso, ich dachte gerade, die Polizei hat die Cola-Werbung. Ich bitte Sie zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Hallo, Kollege. Ich habe keine Wahl. Ich kann keinen von euch mehr ansprechen. Okay. Ja. Du hast keine Wahl. Trink mal einen Schluck Kaffee, vielleicht bewegt ihr euch da mal. Nein? Okay. Gut. Dann. Warte, du hast den gestohlenen Dingens, ne? Taschenmesser und Taschenbuch. Ja. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ach, da ist er ja schon. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Ja. Ja. Kriegt ihr das jetzt so hin? Bin ich durch? Ist das noch offen? Ja, ihr kriegt das hin, ne?
Also ich habe die beiden jetzt abschleppen lassen. Der andere ist gefahren. Und die werden da irgendwie verhaftet, oder? Wirst du noch verhaftet hier? Nö, okay. Ihr kriegt das hin. So, ich gehe schon mal, ne? Echt jetzt? Nur weil er so Kackdrecksauspuff liegt? Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Okay. Minus 10, ja, mein Gott, aber plus 202. Ich brauche immer noch einen Raser. Das hat eine rote Ampel überfahren. Okay, ich bin dabei. Ja, ein Mist, wow. Das wäre nicht passiert, wenn du die Ampel nicht überfahren hättest. Bitte entschuldigen Sie den Unfall. Unsere Polizei und deren Versicherung werden sich um alles kümmern. Das ist nur Blechschaden. Das kann man reparieren. Okay. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Oh, bitteschön. Ein leichter Unfall. Ich kümmere mich drum. Ja, komm, mach schnell. Dies ist Ihr Unfallbericht. Bitte suchen Sie das nächstgelegene Revier auf, um Ihre Unterlagen abzugeben. Die Polizei von Brighton wird sich um alles kümmern. In dem Bericht steht ja quasi nichts drin. Ja, ist ja auch nichts passiert. Das war's. Sie können fahren. Einen auch wenn sie besoffen aussieht. Mein Auto sieht auch sehr gut aus. So, wo muss ich hin? Oh. Achtung! Hä? Da durch? Oh oh. Scheiße. Nein. 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 Oh, Fatal-Error. Fatal-Error? Läuft ja gut heute. Es lief gut. So ein Kack. Der hat mich da durchgelotst. Ich dachte, ich kann da vielleicht ganz kurz, nur wenn ich schnell genug bin, aber... Menno, jetzt lad schneller. So, dann machen wir jetzt noch eine ganz kleine Streife. Werden mir dann die Punkte auch nicht gut geschrieben? Ja, nein, ich mache jetzt mal eine Fußstreife. Mensch. In letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Aber wie soll ich die denn alleine anhalten? Kann ich überfahren werden? Fahrt ihr nochmal los? Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ich kümmere mich drum. Ja. Sind denn meine anderen Autos? Wo muss ich hin? Nein. Was ist mit dem? Sag mal. Na komm. Alter. Ja, ich bin bei allen Unfällen. Kann ich hier nicht irgendwo querfeld einmal fahren? Ja, die haben jetzt auch nochmal Glück gehabt, weil ich dringend zu einem Unfall muss. Wow.
Ein schwerer Unfall. Ich eile. Bin gleich da. Ihr seht Gott sei Dank nicht, wie schnell ich fahre. Speed for speed. So. Hallo, was Sagen passiert? Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Okay. Sagen was Sie passiert? Mir, was Sie gesehen haben. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Yvonne Ross. Noch nicht abgelaufen. 28.08.97. Auch noch nicht abgelaufen. Es ist alles gut. Scheint nervös zu sein. Okay, dann machen wir mal einen Alkoholtest. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob die Punkte ist. Oben sind ja wieder total runter. Oder ist das immer bei einer neuen Schicht? 0,0. Aber warum bist du nervös, bitte? Darf ich dich durchs... Ich mache auch bitte Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. War es okay, dass ich das mache? Ja, okay. Ist nix, okay. Warum bist du nervös? Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Jetzt sollte ich gucken, ob es irgendwelche Shortcuts gibt wegen der Elektro-Dingens. Ball, lustige Taschenmesser. Okay. Okay. Warum bist du denn dann nervös? Ich möchte bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. Orando. Noch nicht abgelaufen, okay. Achso, ja, aber wir könnten auch mal einen... Okay, machen, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nö, okay. Ja, dann machen wir jetzt noch kurz Fotos hier. Bericht ist ausführlich. Könnte da nicht auch mal stehen, der Bericht ist exzellent? Oder so? So, dann kriegst du hier bitte mal deinen Bericht. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Und dein Auto lasse ich. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar. Ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Muss jetzt wieder auswählen hier? Mann. Ja, dir fehlt da eine ganze Scheibe. So, okay. Hier ist dein Unfallbericht. Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Und dann das war's. Kannst du Sie gehen. Können jetzt gehen. Schönen Tag noch. War sie wahrscheinlich einfach nur so nervös? Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Ja, gut. Alle Zeugen haben mein... Unterstützung. Wer ist verfügbar? Ja. Ich übernehme das. Mensch, das ist aber... Guten Tag. Diese Zivilperson widersetzt sich den Anordnungen eines Gesetzeshüters und flieht. Woher weiß ich das denn? Vor dir. Du darfst sie verfolgen und wegen des
Fluchtversuchs festnehmen. Denkt dran, dass die Festnahme von verängstigten, fliehenden Zivilpersonen, die keinen Verstoß begangen haben, ohne Anfangsverdacht rechtlich nicht zulässig ist. Der rennt doch jetzt nur wegen meiner Dings. Jetzt soll ich den auch noch schocken dürfen? Oh, warte mal, die Elektroschockpistole ist deine erste Wahl, wenn ein Verbrecher flieht. Diese Waffe schockt Personen mit Elektrizität und ist für einen gesunden Menschen nicht tödlich. Und wenn er nicht gesund ist, was dann? Auch wenn dein Gegenüber den Elektroschock überleben wird, kann dich ein falscher Einsatz dieser Waffe den Beruf kosten. Wenn du nichts ausgerüstet hast, kannst du die Betäubungspistole als Standardwaffe schnell ausrüsten, zielen, indem du... Was ist denn das? Die rechte gedrückt hältst und dann mit links oder umgekehrt. Wenn du etwas anderes ausgerüstet hast, musst du dies entweder ablegen oder die Elektroschockpistole über das Ausrüstungsrad auswählen, indem du Tab drückst. Ja, nee. Unterwegs. Sorry. Ich begehe ja gerade auch Flucht. Das ist ein schwerer Unfall, das ist halt wichtiger. Wendet euch an die Polizei. Also ans Revier. Vielleicht entstehen die Unfälle auch nur durch mich, weil ich irgendwo Mist gemacht habe. Der parkt entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Der parkt so weit weg vom Fahrbahnrand, wenn er überhaupt parkt. Ist das der schwere Unfall hier? Ne, kommt noch. Ich bin am Unfallort eingetroffen und werde mich darum kümmern. Okay, ich parke mal kurz woanders. Ja, ist gut. Wieso? So, vielleicht mache ich diesmal zuerst. Sind Officer verfügbar? Wir brauchen Unterstützung. Ja, ich kann nicht überall sein. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Ja, sie hat eine gesprungene Scheibe. Gehört aber eigentlich gar nicht zum Unfall. Dann sag mir doch mal, was hier passiert ist. Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Okay, aber warte mal. Ich habe die Vermutung, dass du damit zuhörst. Fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Dass er noch einen Parkplatz sucht. Okay. Ja, gut, dann machen wir. Ja, zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Und sie sucht und sucht und, oh, und sie sucht. 23 ist noch nicht ich habe doch gar nicht gedrückt. Ablaufdatum 25, das Geburtsdatum stimmt. Alter. Ich rieche Alkohol. Oha. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Wir ignorieren die Frau da oben mal. Mensch, die macht mich nervös. 0,018. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay.
Zeigen Sie mir Ihren Ausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Benito. Oh, ich habe beim einen gar nicht auf das Bild geguckt jetzt. 92, weil die mich da oben nervös macht. Und 24. 23 und Geburtsdatum stimmt auch. Boah. So. Wir haben einen Notfall. Dringend Antwort erbeten. Bericht ist ausführlich. Ja. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Hier ist 4561. Ich sehe mir den Unfall an. Deaktiviert, aktiviert. So. Alles klar, Sie dürfen gehen. Fahren Sie vorsichtig. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Alles klar, Sie dürfen gehen. Fahren Sie vorsichtig. Oh, jetzt räumen wir dein Fahrzeug mal aus dem Weg hier, damit die Alte mal vorbeikommt. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Jetzt fährst du da durch. Vor dir konnte ein Parkplatz... Das ist dein Parkplatz? Bist du bei dem Beifahrer ausgestiegen? Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Du bist da gerade reingefahren. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme. Wie sieht dein Auto aus? 07. Und wie kann man denn um diese Uhrzeit... Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Irgendwann... Ich möchte Ihren Ausweis und Versicherungsschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Ja, das mit meinem Rechner funktioniert. Der ist noch nicht einmal heiß gelaufen und fühlt sich obendrauf auch nicht heiß an. Vielleicht sollte ich ihn auch mal von innen sauber machen. 23. Ablaufdatum 3.4.22. Das ist abgelaufen. Und das Geburtsdatum stimmt. 3.4.22, ja. Okay. Also... Naja, so. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. So viel Geld habe ich nicht. Tja. Klingt wütend, ja. Schön. Jetzt mal noch Foto von dem Scheiß, den du gemacht hast. Dafür, dass du mich so genervt hast, musst du jetzt auch zahlen. Oh, was ist das denn jetzt hier noch für ein Auto? Achso, das ist das von vorhin. Was abgeschleppt werden soll. Was aber. Oh, weil ich im Weg stehe. Weil ich einfach im Weg stehe. Ist mein Bericht ausführlich jetzt genug? Ach, das ist ja jetzt auch nochmal ein Unfallwagen. Oder. Achso, ich würde dich gerne auch bestrafen für Fahrzeug. Das war nämlich schon. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe aus. Macht bis zu $250. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja. Jetzt ist sie traurig. Hier, hast du den Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ja, gehen, nicht fahren. Hallo? Du fährst doch jetzt nicht damit weiter. Oh. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Los, alte Fahr. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Ihre Schicht ist um, Officer. Was ist mit dir? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Tut mir leid, Officer. Ich habe gerade auf mein Handy geschaut, als ich den Unfall hatte. Diese Jugend von heute. So. Funkeinsätze deaktiviert. Oh, Entschuldigung. So, fährst du dann jetzt mal? Ja. Sie fährt immer noch nicht.
muss mein... Da ist mein Auto. Also unten auf der Karte ist es ja nicht mehr drin. Oh, da qualmt einer. Wer ist denn das? Konnte einen ordnungsgemäßes... Konnte einen? Das ist doch hier kein Parkplatz. Oh, aber fahr mich nicht. Hä? Okay. Ja, gut. Dann nicht. Oh, den Parkplatz kenne ich noch nicht. Do not enter. Bitte fahr nicht in mich rein. Best Value. Gibt's den Laden? Williams. Interessant. Ich habe mein Gebiet nicht verlassen. Ich würde gerne mal die Radarpistole irgendwie ausprobieren, damit ich das mal geschafft habe, aber irgendwie... Achso, jetzt bin ich wieder hier. Nun, aber wie steigt... Hallo! Sag mal. Ist der Unfall jetzt mal weg hier? Ja, habt's ja bald. Wann habe ich endlich mal Feierabend? Bin schon so lange on Tour und ich habe immer noch keinen Feierabend. Bin schon wieder in der Einbahnstraße. Rechtsverkehr. Du hast keinen Blinker gesetzt. Oh Gott. Ich habe gar keinen Unfall verursacht. Wir werden eine Einheit schicken, die sich um die Situation kümmert. Achtung, ich blinke. Die hat doch gerade gesagt, wir schicken einen Einsatzwagen, ne? Nur wenn ich hinter jemandem herfahre zum Mann, zum Checken. Ach so, habe ich Feierabend, hat sie das gesagt, weil oben das Ding angezeigt wird. Dann fahren die alle nicht so schnell, dann halten die mal abrupt an der Ampel. La, 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 la. Ja, ich stehe gerade im Stau. Ich muss warten. Hier ist doch gar keine Ampel eigentlich. Worauf warten wir? Okay. Ach, da hinten ist die Ampel. Okay. Ich fände das sehr verwirrend. Rauscht das jetzt so in meinen Ohren? War ich überhaupt richtig? Ich glaube irgendwie nicht. Konnte er einen Parkplatz finden? Hat er jetzt geparkt hier? Sag mal, wollte er mich heute verarschen?
Hallo, steig ein. Okay. Ja. Fahrzeug. Qualmender Auspuff. Ja, ne? Ich muss sie festhalten, weil sie mit einem qualmenden Auspuff fahren. Tut mir leid. Das finde ich aber nicht. Es ist schwarz hinter dir. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Wer mir widerspricht, ne? Sieht aus, als würdest du wegrennen. Rennst du weg? Nur zur Sicherheit. So. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Kobayashi. Airi. 24 und 95. 12.95. Ablaufdatum. Okay. Okay, weil sie so frech war. Wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Darf ich ja wohl. Das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ich habe keinen Abzug gekriegt, oder? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen steht. Wenn die den Qualm nicht sieht, dann muss sie doch Drogen nehmen. Nein, tut sie wohl nicht. Funkeinsätze deaktiviert. Was mache ich denn da dauernd? Aber ich habe ja eh Feierabend. Habe ich dich jetzt dafür bestraft oder nicht? Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen Fahrens mit rauchendem Auspuff ausstellen. Was sagen, warum schreit sie denn so? Das macht 300 bis 400 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Tja. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Deine Schicht ist längst ein Jahr. Ja. Ach, Leute. Meine Schicht ist zu Ende. Wie soll ich das? Sie haben diesen Unfall verursacht, Officer. Kommen Sie zurück zur Wache. Wir schicken einen Wagen zum Unfallort. Okay. Wegen mir muss hier mehr eingesetzt werden, als überhaupt nötig. Achtung, Achtung, Achtung! Wagen könnt ihr selber. Als Streifenpolizist ist man immer im Dienst. Ja, bin ich. Wo ist mein Tisch? Wo ist mein Tisch? Da. Tada! So, sind wir mal gespannt. Zusammenfassung. Unfall. Ich habe kein Minus gemacht. Melting Pot, okay. Ich habe nichts freigeschaltet. Okay. Aber wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute echt viele Unfälle waren. Schwere und leichte Unfälle gab. Und ich hoffe, euch gefällt mein schickes Kostümchen hier. Und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.